herzlich willkommen. Dies ist eine rein vorläufige Antwort auf das Spiel The Crew. Ich werde bei TDU 2 bleiben. Warum? Viele Dinge sind dafür verantwortlich. Oh, toll, geile Grafik, super Spiel, sieht alles besser aus, man kann mehr tunen. Das denke ich, wenn ich den Trailer sehe. Aber meine Erfahrung ist, dass die Trailer meist nur aus Intro- oder spielinternen echten Videos und nicht aus dem Spiel heraus animierten Grafiken bestehen. Soll heißen, klar sehen die Reifen echt aus, weil es keine aus dem Spiel animierten, sondern wirklich echte Reifen sind, da das Video gedreht und nicht aus dem Spiel heraus erstellt wurde. Mittlerweile habe ich The Crew aber auch spielerisch gesehen und muss sagen, dass die Grafik wirklich gut ist. Aber das ist eben nicht alles. Wo bin ich hier gerade? Im Ankleidezimmer eines meiner Häuser. Häuser gibt es in The Crew auch nicht. Wie viel Kleider es gibt, seht ihr ja. Es gibt dann noch 6 verschiedene Motorradkleidungen, also 6 Helme, 6 Ober- und 6 Unterteile. Jede Menge Spielraum also, um seinen Charme mit insgesamt 747 Kleidungsstücken individuell aussehen zu lassen. Zudem sind bei Friseuren insgesamt 12 Frisuren verfügbar. Sogar die Häuser lassen sich individuell einrichten. Das Tunen der Autos ist hier nicht so toll, aber das Aussehen kann man tatsächlich richtig individuell anpassen. Den Beweis dafür könnt ihr am Schluss dieses Videos sehen. Ja, richtig. Ihr habt keine Knick in der Pupille. Ich fahre mit einem Käfer, den ich mir in einem speziell dafür ausgestatteten Autoaufklebegeschäft selber individuell wie Herbie zurechtgemacht habe.